Steigere deine Selbstliebe in wenigen Sekunden, indem du mir ganz kurz deine Aufmerksamkeit schenkst. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, der Vergleich ist des Glückes Tod, aber ich möchte dir nochmal näher erläutern, damit wir hineinspringen können, um ein gewisses Verständnis mit an den Tag zu bringen, damit wir auch wirklich bereit sind, diese neue Perspektive in unserem Leben anzunehmen. Stell dir vor, du stehst in einem Wald, vielleicht machst du sogar täglich Waldspaziergänge und es fällt dir noch viel einfacher. Und wenn nicht, dann schließ einfach deine Augen und stell es dir vor. Du siehst diese ganze Naturvielfalt, du siehst diese ganzen Bäume, du siehst die Eiche, du siehst die Buche, du siehst die Kastanie und du machst niemals Folgendes, und zwar du sagst nicht, dieser eine Baum sieht besser aus als der andere, sondern du wertschätzt die Einzigartigkeit eines jeden Baumes und genießt sie mit jedem Anblick. Jetzt können wir die goldene Frage nochmal einladen. Warum praktizieren wir Menschen das bei uns selbst so streng? Aber wenn wir in den Wald gehen und die Naturvielfalt betrachten, können wir die Einzigartigkeit eines jeden Objektes wertschätzen. Was machen wir in diesem Moment? Wir verleugnen unsere eigene Einzigartigkeit. Und zu was trägt das bei? Zu einem unerfüllten Leben, zu Unzufriedenheit und zu einem Mangel an Selbstliebe. Ich lade dich in diesem Video also herzlichst dazu ein, deine Einzigartigkeit anzuerkennen, zu verstehen, dass es nichts gibt, nochmal, womit du dich zu vergleichen hast und dass du verstehst, dass du genau perfekt bist, so wie du bist. Danke, dass es dich gibt. Bitte geh raus, bitte öffne dein Herz und mach dein Licht so groß wie nur möglich, um diese Welt da draußen anzuzünden.